ein schwarzer Blitz rast der Joker zurück zum Hauptquartier. Jungs, zwei Dinge. Erstens, Batman wird gleich hier sein. Und zweitens, Feuerteufelchen schickt keine lästigen Crawler mehr. Ihr trinkt also lieber Bier, als zu arbeiten oder die Vorsichtsmaßnahmen zu erhöhen? Sorry, Bond. Tut uns leid. Schon gut. Ich werde mich umziehen, um Batman angemessen zu empfangen. Was meint ihr? Nadelstreifen? Oder mein typischer lilafarbener Anzug? Nadelstiler Anzug. Da! Danke für den Tipp! Bis gleich! Einen kurzen Augenblick später sitzt der Joker vor dem Terminal, das Bart und Lou eingerichtet haben. Sie haben Orphers Server gehackt und die Kontrolle über die restlichen Crawler übernommen. Meine kleinen Krabbler, wie wäre es, wenn ihr aufhört, sinnlos die Sicherheits- und Ordnungskräfte dieser Stadt anzugreifen? Kommt lieber in meine kleine Betthölle. Ruht euch aus, ladet euch auf und dann fülle ich euch ab. Auf. Und zwar mit Joker-Juice. Ja, dann zeige ich unserem von uns gegangenen Feuerteufel, was man wirklich mit diesen Wunderwerken anstellt. August 5, 22:44 Uhr. Batman fährt zielstrebig auf die Zentrale des Jokers zu. Das Batmobil wühlt sich grollend durch die Straßen des East End. Der Anblick könnte skurriler kaum sein. Über einem Gebäude leuchtet ein Schild. Bat-Hölle. Typisch Joker. Eine Falle offensichtlich ankündigen. Monfers Maschinen machen sich auf in die Zentrale. Man hat sie wohl umgepolt. Soll Batman sich anschleichen oder den direkten Weg nehmen? Er wählt den Weg, den der Joker von ihm erwartet. Batman hat die Herausforderung angenommen. Das Spiel ist aus! Der Joker weiß bereits, dass der dunkle Ritter da ist. Weitere Crawler laufen an ihm vorbei und verschwinden in der Bathölle. Der Eingang gleicht einem schwarzen Loch. Batman betritt die Halle. Willkommen, dunkler Ritter! Deine Höhle hat mich dermaßen inspiriert, ich musste sie einfach auf meine ganz eigene Art nachbauen. Lediglich mit ein paar Veränderungen. Übernimmst du die Führung? Selbstverständlich! Ich bin der Vergil! Natürlich. Aber wir spielen hier nicht Dantes Inferno nach! Ich habe andere Pläne mit dir. Auch meine Crawler haben andere Aufgaben. Das wird eine saftige Überraschung geben. Die wird es auch hier geben. Lass dich überraschen. Ich werde dich schon gut unterhalten. Bis dahin, links oder rechts? Batman wählt den linken Weg. Der Gang ist schmal und niedrig. Schon nach den ersten Schritten wird eine Funktion im Boden ausgelöst. Etwas katapultiert ihn nach vorne, tiefer in den Gang hinein. Haha! Wunderbar! Als hätte er es geahnt, hüllt sich Batman in sein Cape ein. Eine Flammenwand rast auf ihn zu und regt sich wie ein zweiter Mantel um ihn. Ohne seine Rüstung würde er jetzt an Ort und Stelle verbrennen. Ein Wasserbecken? Nein, eher ein unterirdischer Kanal, in den Batman gelandet ist und durch den ein Strom fließt, der ihn mitreißt. Die Crawler machen sich bereit für ihren großen Auftritt. Wäre doch zu schade, wenn du den verpassen würdest, weil du zur See gefahren bist. Da vorne ist es zu Ende. Die Öffnung. Wer weiß, was mich dort erwartet.
Das Risiko ist zu groß. Das Timing ist wichtig. Als er das Ende des Rohrs erreicht, packt Batman zu und zieht sich kraftvoll daran hoch. Er ist in einem Tunnel auf der anderen Seite der Halle angelangt. Er kann etwas weiter entfernt die Flammen erkennen, die ihn zuvor eingehüllt haben. Er gibt keinen Ton von sich. Er will den Joker in die Irre führen. Batman! Wo bist du? Betsy, Betsylein! Keine Antwort. Betsy Maus? Wo bist du? Wo bist du? Ohne dich macht das Spiel nicht mal halb so viel Spaß. Ob die Durchsagen nur aufgezeichnet sind? Egal, weiter. Batman geht auf ein Gitter zu, das ihm den Weg versperrt. Dahinter sieht er ein Flackern. In den Wänden hört er eine Maschine arbeiten. Er spürt, wie sich das Gitter bewegt. Bis es schließlich nachgibt und er es festhält. Batman wirft es in den Raum hinein, der sich ihm nun offenbart. Flammen schießen aus den Wänden. Das soll also die Anspielung auf Dantes Inferno sein. Fokus. Welchen Weg muss ich durch die Flammen nehmen? Er versucht, das Schema zu entdecken. In welchem Rhythmus verlassen die Flammen die Wände? Hallo, Batman! Wo bist du denn? Ich kann dich hören! Komm schon! Sag mir, wo du bist! Mein ebenbürtiger Gegner! Dann gebe ich dir Zeichen und führe dich, mein Ehrenwort! Es wäre doch zu schade, wenn du jetzt scheitern würdest und du gar nicht die Crawler-Parade zu sehen bekommst, oder? Du hast noch 10 Minuten! Gleich kommt die nächste Flammenwand. Danach ist der Weg frei. Jetzt! Nach der nächsten Flammenzunge rollt sich Batman in den Raum, gefolgt von einem Hechtsprung, und er erreicht eine Insel in der Mitte des Raumes, die vom Feuer verschont bleibt. Die Hitze ist unerträglich. Diese Hitze. Nur nicht den Fokus verlieren. Gleich kommt die nächste Phase. Nein. Ich werde den Joker überraschen. Batman hüllt sich in sein Cape und hechtet nach vorne. Immer weiter auf den Ausgang zu, mitten durch die Flammen. Dantes Inferno verstummt. Da bist du ja! Schneller als gedacht! Trotzdem hast du nur noch 6 Minuten und die will ich dich nicht verschnaufen lassen. Hier! Ein Geschenk aus Arkham Asylum! Was? Ich... Gas. Nein. Angstgas. Bruce. Ich dachte, wir hätten dich gut erzogen. Hörst du? Ich habe euch immer in Ehren gehalten. Das hast du nicht. Du hast dich nur um deinen Schmerz gekümmert, ihm nachgegeben. Eine Ausrede gesucht, um Batman zu werden. So ist es doch, nicht wahr? Das stimmt nicht. Du kannst nicht für immer 8 Jahre alt sein. Du kannst nicht immer Angst haben. Ich habe keine Angst. Doch. Und sie vergeht nicht, wenn du sie an andere weiterreichst. Batman spürt etwas in sich aufsteigen. Wut. Der Joker ist für diese Gedanken verantwortlich. Du hättest dieses lächerliche Outfit nie anziehen dürfen. Niemals. Dann hätte der Joker auch keinen Schaden anrichten können. Das ist alles nur deine Schuld. All diese Toten. Kriminelle wie der Joker brauchen keinen Grund. Sie sind, wie sie sind. Wir sind, wie wir sind. Die Angst weicht. Thomas Wayne verstummt. Doch die Flammen wüten lauter.
Sind sie echt oder nur eine Illusion? Ein Windhauch. Da vorne. Hinter der Flammenwand. Ohne zu zögern springt Batman mit beiden Fäusten voraus in die Flammen. Eine Attrappe aus Papier. Dahinter befindet sich ein lichtdurchfluteter Raum. Eine Person kommt langsam auf Batman zu. Glückwunsch! Willkommen in der Bat-Hölle! Verdammt! Sowas ist ebenfalls nur lustig, wenn es anderen passiert. Du humorloses Etwas. Du machst mir keine Angst. Aber vielleicht bringe ich dich ja zum Lachen. Wie wäre das? Der nächste Gag wird auf deine Kosten sein. Im Hintergrund arbeitet der Server. Der Joker möchte ihn in Betrieb nehmen und die Crawler-Armee erneut auf die Bürger der Stadt loslassen. Batmans Blick wandert zu einem spitz zulaufenden Vierkantholz neben ihm. Er packt es und schleudert es in die Kommandozentrale. Du hattest vor, als Batman durch die Stadt zu stolzieren und dann deine große Show mit deinen Spielzeugen zu starten. Richtig? Ja, hatte ich. Das wäre aber nicht nötig gewesen. Batman packt den Joker, hebt ihn hoch und wirft ihn sich über die Schulter. Er geht hinaus in die Nacht, den Bränden und Sirenen entgegen. Sei froh, dass ich ihn am Leben lasse. Bullseye. Eine Gotham Gazette-Kolumne von Rafael del Toro. Okay, ich gebe zu, ich lag falsch. Lest es nochmal, suhlt euch darin. Ich lag falsch. Aber ich bereue es nicht. Und wenn man in Sachen Batman falsch liegt, dann scheint ja mit der Welt wieder alles in Ordnung zu sein. Unser dunkler Ritter sitzt vermutlich irgendwo in seinem Versteck. Der Joker ist auf dem Weg in irgendeine Klapse und alles ist, wie es sein sollte. Wer hätte gedacht, dass der Joker sich so lange als Batman verkleiden kann, alle an der Nase herumführt und damit durchkommt? Vielleicht haben wir tief in unserem Innern sogar gehofft,